Darauf haben die Fans lange gewartet. Der 9. Teil der erfolgreichen Reihe Fast and Furious ist nun endlich in den Kinos angelaufen. Selbstverständlich auch im Zwickauer Astoria. Das Kino ist ein Zwickauer Original, ohne Zweifel. Damit wirbt es auch großflächig über dem Eingang. Vor dem Eingang stand gestern noch ein anderes Zwickauer Original. Eine knallgelbe Rennpappe vom Trabantclub Zwickau e.V. zog alle Blicke der Passanten auf sich. Einige nutzten ihn auch gleich als Fotomotiv. Trabant und Fast and Furious, auf jeden Fall eine witzige Idee. Trotz der heißen Temperaturen strömten die Filmfans schon am späten Nachmittag ins Kino. Das ist natürlich voll klimatisiert. Die Besucher fanden es toll und nicht nur das. Also ich finde es jetzt noch mal ein bisschen anders. Ich war letztes Jahr schon mal da und jetzt haben sie hier noch mal mehr alles neu gemacht. Also ich glaube, ich war gerade kurz vom Weinen, weil es halt schon noch mal wieder ein bisschen mehr Normalität ist. Und es ist schon noch mal schöner, jetzt wieder mehr rauskommen zu können und so viele normale Sachen wieder machen zu können. Und große Fan von dieser Serie? Ja, also auch seit neuestem erst. Ich bin durch meine Freundin dazugekommen. Aber jetzt, wenn der 9. Teil gleich rauskommt, dann haben wir gesagt, kommen wir gleich mal wieder hierher. Egal wie schnell man ist, die Vergangenheit ist schneller. Meine hat mich gerade eingeholt. Ist lange her, Dom. Den Film fanden die Fans mit Sicherheit auch toll. Nachdem wir gestern eine wirklich erfolgreiche große Kinopremiere gefeiert haben mit der Vorpremiere zu Fast and Furious 9, dem neuen Leinwand-Action-Abenteuer, zeigen wir heute bis zu 3 Kinos gleichzeitig diesen Film, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. Gestern hatten wir als großes Extra vom Trabant-Club Zwickau e.V. eine Original-Rennpappe vor der Tür stehen, ein Renntrabi, der ein bisschen schon quasi die Gäste vor dem Haus begrüßt hat und zu diesem besonderen Filmereignis die Gäste willkommen heißt. Im Zusammenhang mit dem Trabi gab es auch noch ein kleines Quiz. Es sind ein paar Fragen zum Thema Trabant. Wir sind ja quasi in der Geburtsstadt des Trabanten hier in Zwickau. Zu gewinnen gibt es VIP-Pakete, das heißt ein Kinoticket für 2 Personen mit allem, was dazugehört, mit Getränken, mit Popcorn, mit Nachos, also alles, was das Herz begehrt. Dann schauen wir mal, was sich die Mitarbeiter des Kinos Astoria in Zwickau künftig noch alles so einfallen lassen.